Ulrike, was ist dir denn so aufgefallen? An den Büchern, die hier liegen? Ja, oder was ist das, was sind, würde ich dir so am Herzen? Denken, alle die wirklich schönsten Bücher, die wir diesen Herbst gemacht haben, also am schönsten ausgestattet. Wir machen ja auch gar nicht so wahnsinnig viele Bücher mit so Bildern drin und wir haben jetzt hier gleich zwei, beziehungsweise im Prinzip sogar drei. Wollen wir einfach mal mit einem anfangen? Bei Harvey Habicht geht es um eine Frau, die einen Habicht abrichtet. Also eigentlich ist Helen MacDonald traurig, weil ihr Vater gestorben ist und diese Trauer versucht sie zu verarbeiten, indem sie sich komplett diesem Habicht widmet. Und das ist ein sehr anrührender Text, sehr literarisch auch. Und wir haben uns da auch in der Ausstattung so richtig Gedanken gemacht, ne? Dieses Buch hat alles bekommen. Dieser Einband ist wahnsinnig schön anzufühlen, nämlich auf Naturpapier gedruckt. Wir haben allen begeisterten Lesern ein Lesebändchen mitgegeben. Damit man die Stelle wiederfindet. Die Stelle wiederfindet, genau. Und auch der Einband kommt sehr natürlich daher. Das Besondere an dem Buch ist, ich habe das so verstanden, dass wir damit die Autorin MacDonald damit ein neues Genre begründet hat, nämlich Natural Writing. Und das fand ich ganz... Ja, sie hat sozusagen besonders. Nicht begründet, aber revitalisiert. Und ich würde denken, also wenn ihr jetzt denkt, so oh, Habicht oder Vögel, das interessiert mich überhaupt nicht. Eigentlich alle, die das gelesen haben, haben gesagt, ich bin überhaupt gar keine Vogelperson, aber. Und das, der Vogel spielt natürlich eine große Rolle, aber es geht halt auch so um die Wildnis, um Natur, um wer bin ich eigentlich in dieser modernen Welt. Und es ist wirklich ein ganz tolles Geschenk für jeden, der sich so für diese Themen interessiert. Wo ich echt Gänsehaut bekommen habe, waren die Momente, wo sie ihren Habicht abgetragen hat, so nennt sich das im Fachjargon. Und sie hat sich also verbarrikadiert mit ihrem jungen Vogel und hat das Futter in ihrem Kühlschrank gehortet. Wie sie das beschreibt, ist wirklich, das sind Momente immer wieder, wie der Habicht eben auch auf dieses Fressen dann giert, wie er damit umgeht. Das sind ganz leise und laute Momente. Das hat mich sehr fasziniert. Ja, lass uns doch mal mit diesem Prachtband Blitz und Donner fortsetzen. Dieses Buch haben wir auch aus dem Amerikanischen übersetzen lassen. Die Autorin Lauren Redness hat Bilder gemalt bzw. so Linolschnitte erstellt und Texte geschrieben. Also es ist alles aus einer Hand. Es ist wirklich ein sehr künstlerisches Werk. Das ist eigentlich für alle Leute, die sich für populäre Wissenschaft interessieren. Es geht um das Wetter in all seinen Ausformungen, aber es ist total überraschend. Also man hat so Anekdoten, wissenschaftliche Erkenntnisse, das alles miteinander verwoben, mit einem sehr persönlichen Tonfall. Es ist fantastisch übersetzt und man, selbst wenn man so sich mit Klima und Geologie total gut auskennt, finde ich, kann man irre viel lernen. Ja, für wen würdest du denken, ist das Buch ein schönes Geschenk? Also ich persönlich werde es meiner Schwester schenken. Hallo Sabine. Aber ich könnte es auch meinem Vater schenken. Und ehrlich gesagt, mein Sohn, der erst 4 ist, liebt es. Wir blättern es oft abends durch und ich lese dann nur Teile daraus vor, weil er nicht alle Zusammenhänge versteht, aber er findet die Bilder total toll. Ja, es klingt nach einer breiten Leserschaft. Die All dann Age. Erreicht. All Age, genau. Der Rainer Wieland ist ja quasi ein Kollege, der sich mit den historischen Reiseberichten befasst hat und dort, finde ich, eine wunderbare Sammlung zusammengetragen hat. Also es ist so ein bisschen das Intro immer über den jeweiligen Reisenden persönlich und nachher kommen dann halt die Reiseberichte. Es hat eine ganz persönliche Art auch, ne? Also es ist ja nicht so, es gibt ja ganz viele Reisebücher, aber das sind natürlich Leute, die man auch kennt und auch Orte, wo man vielleicht noch nie war, aber es hat einem sehr persönlich nahegebracht, ne? Und auch so aus unterschiedlichen Zeiten. Goethe ist sicher mit Italien drin und dann gibt es noch Chatwin und ist Forster dabei mit seiner Reise um die Welt? Lass uns doch mal schauen im Inhalt. Columbus. Forster. Es ist eben kein, sage ich mal, fades Schwarz-Weiß-Buch geworden, sondern wir haben ungeheuer viel Farbe reingesteckt. Dadurch macht es auch Spaß, einfach nur drin zu blättern, sich die Bilder anzuschauen. Ja, und ich finde, es ist ja schon so ein Geschenk, da kann man sich irgendwie vorstellen, dass man das seinen Eltern schenkt oder vielleicht sogar seinen Großeltern. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass man das jetzt jungen Leuten gerne schenkt, die irgendwie selber viel reisen. Weißt du, so diese Rucksackreisen machen und immer davon träumen, noch was zu entdecken. Und dann liest man halt diese alten Entdeckerberichte. Und ich finde es total interessant, auch so das auf dieser Folie halt zu betrachten. Ulrike, mein absolutes Lieblingsbuch, willst du es wissen? Sag's. Tausendmal schon verschenkt, Astrid Lindgrens Kriegstagebücher. Ich meine, wir sind alle mit Pippi Langstrumpf groß geworden, finden aber jetzt
Lindgren in ihrer Tätigkeit als Journalistin wieder. Und sie gibt einen sehr privaten Einblick in das, was sie Anfang 30 erlebt hat. Das Tagebuch schreibt sie eben 1939 bis 1945. Also sie schreibt sozusagen aus der Außenperspektive der Schwedin über das Nazi-Deutschland. Und sie hatte doch so eine privilegierte Position. Sie hat doch in der, wie heißt das da, gearbeitet, in der Abwehr und hat diese Briefe immer geöffnet und wusste sozusagen auch viel mehr darüber, was in Deutschland passiert, als der normale Durchschnittsschwede. Und ich finde total interessant, dass man, wenn man das heute liest, sich halt so ein bisschen fragt, Europakrise, es passieren Dinge auf der Welt, mit denen man nicht einverstanden ist. Wie stark muss man sich einmischen? Sind wir nicht eigentlich wahnsinnig privilegiert, weil wir hier im Frieden leben? Das ist ja so ein bisschen ihre Position, dass sie eigentlich irgendwie unglücklich damit ist, wie gut es ihr geht. Also sie weiß es sehr genau und beobachtet aber diese Dinge auf der Welt, mit denen sie absolut nicht einverstanden ist. Ich finde, es hat eine extreme Aktualität gewonnen in den letzten Monaten. Ja, besonders ist, finde ich, dann nochmal zu sehen, weil es halt in diesem anderen Kontext steht, ist halt eben, dass sie wirklich ganz frei in ihre Tagebücher dann halt ja, Zeitungsausschnitte eben von Hitler, von anderen, aber natürlich auch aus der Berichterstattung, aus Kommentaren zusammengetragen hat. Und wie du sagst, halt dann auch ihre Gedanken gleich dazu niedergeschrieben hat. Ich glaube, damit ist Weihnachten jetzt gerettet, oder? Also Bücher sind ja eigentlich eh immer wahnsinnig schöne Weihnachtsgeschenke. Und wie du sagst, es ist für die Kleinen was dabei, für die Großen, für die ganz Großen. Frohes Schenken. Frohes Schenken, frohes Geschenke finden und eine friedliche Weihnacht. Schönes Leben.